Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 60 von Hand of Fate. Jo, mitten in der Nacht, ich bin hundemüde, schon nach 2 Uhr. Ich habe jetzt alle Parts von, was weiß ich, was war das, 55 bis jetzt 60 hintereinander aufgenommen. Wollte eigentlich nur ein, zwei Parts machen, wurde jetzt doch eine längere Geschichte draus, weil es einfach gut läuft und ich mir nicht so sicher bin hier mit der Speicheroption. Muss ich weiter zocken? Also zocken wir weiter. Machen wir einfach mal. Wir haben jetzt das enorme Schild, mal gucken, was das uns im Kampf bringt. So, du kommst am Markttag in der Stadt Stiegall an. Oh Gott, nee. Die Händler auf dem Markt kaufen heute Lebensmittel. Du kannst Rationen anbieten, aber es gibt keine Garantie, wie viel Gold du dafür erhältst. Behalte all deine Rationen. Jo, wir versuchen wieder Rationen zu stehlen, oder? Das haben wir schon mal versucht. Was ist dann passiert? Ich weiß es nicht mehr. Oder biete ich wirklich mal die Hälfte an? Die Hälfte der Ration, wie viel Gold ich dafür bekomme. Ne, ich behalte alles. Fertig. Du entscheidest dich, all deine Rationen zu behalten und den Markt zu verlassen. So ist es, genau. Warum so sinnloses Risiko jetzt eingehen? Räuberangriff. Jo, macht mal. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Ein Räuberbande greift plötzlich an. Der Staubkönig ist nicht sehr erfreut, dass du seine Männer tötest. Der Geber zieht dir zwei Monsterkarten. Ja, dann die Staubdame und noch drei andere Staubis. Die machen wir natürlich down. Die blocken wir jetzt zu Tode, sozusagen. Dadurch erhoffe ich mal ein bisschen Gold zu bekommen. Da könnte ich auch Rationen wieder kaufen. Oder wenn ich viel Gold. Da könnte ich auch an dem Markt da vorbeigehen. Vielleicht geht das ja dann noch. Ich gucke mal. So, kommt alle her. Ihr werdet zu Tode geblockt. So ist es. So, das müsste. Ach, da hinten. Ach, das Ding hier noch. Stimmt. Können wir das zu Tode blocken? Wir blocken das Ding da zu Tode. Ich hoffe, das gibt Kohle. Müsste eigentlich ja Kohle geben, angeblich. So ist es ja, normalerweise. Oh ne, das Ding ballert auf mich. Das Ding ballert auf mich. Nicht schön. So. Und da blocken wir wieder, was das Zeug hält. Das letzte Mal haben wir dadurch relativ viel Schaden gemacht. Und da gab es jetzt auch 10 Gold dazu. Sehr schön. Oh, ich soll das vielleicht jetzt nicht übertreiben mit meinem Quatsch, den ich da mache. So, bam. Nein, 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 das Ding hat mich wieder im Visier. Es ist nicht schön. Das ist auch nicht schön. So, hauen wir da mal dagegen. Oh, komm. Ich müsste ja eigentlich jetzt ein bisschen mehr Schaden auch machen. Dadurch, dass ich jetzt den okkulten Ring auch trage. Der pro Fluch mir noch einen Schadenbonus gibt. Oh, dämlich treffen lassen. So, bam, bam, bam. So, dann blocken wir das Ding wieder zu Tode. Nein! Oh, nee, die nervt. Die nervt richtig. So, wir kriegen doch relativ viel Schaden rein. Nervt ein bisschen gerade. So, komm, das mit dem zu Tode blocken. Ich glaube, das nervt jetzt so langsam. Oh, weg. Jawohl. So, schön. Jetzt können wir vielleicht anfangen, mal zu blocken, wenn wir denn Bock drauf hätten. Aber ich sollte vielleicht die Gegnermassen ein bisschen dezimieren, bevor ich da ans Blocken denke. So, und jetzt blocke ich dich nicht mehr zu Tode, okay. Stimmt, wir machen an geblockten Gegnern doch dreifachen Schaden oder sowas. War das nicht irgendwie so? Ich glaube schon, oder? Der ist schon down. Ne, der ist nicht down. Wir müssen da was blocken. Sehr schön. Und den müssen wir auch blocken. Und da machen wir Schaden. Bam. So ist es. Juhu. Wahnsinn, wie wir da abgehen. Jo, geht hier noch ganz gut von der Hand, sage ich mal. Nein, blocken, blocken. So, und hier Schildschlag. Und da ist er tot umgefallen. Ich hab ne ungeschildet. Wie schon so oft erwähnt. Das geht manchmal dann doch zügiger, als man denkt. Und er ist auch tot umgefallen durchs Schild. Was ist denn jetzt los? Ich will eigentlich mir ein bisschen Gold verdienen. Geht das jetzt öfter in einem Kampf oder geht's nicht öfter? Das wissen wir immer noch nicht. Geht's nur einmal oder was? Und die fallen immer tot um. Was ist da mit denen? Wenn die immer tot umfällt. Ja, das enorme Schild haut die einfach direkt aus den Latschen. Das ist vielleicht ein Vorteil auch des enormen Schildes. Ja, genau. Fallen die immer direkt um. Wie geil ist denn das? Und das in Kombination mit der anderen Waffe, die direkt tödlich ist, das wäre natürlich super. Also brauchen wir die andere Waffe. Das wäre super geil. Können wir richtig Amok laufen. Aber ich bekomme kaum Schaden, oder? Durch den enormen Schild wahrscheinlich auch. Da kommt kaum Schaden durch. Wie geil ist denn das Ding? Enormer Schild ist echt massiv geil. Ich habe jetzt kaum Schaden. Da, hier, 2 Schaden. Wenn ich jetzt noch schwere Rüstung tragen würde. Leute, ich glaube, dann spiele ich bis übermorgen weiter. Da kann ich hier komplett durchspielen. Ich bekomme hier wirklich gar keinen Schaden mehr im Moment. Oh, jo, alles klar. So, bam, hauen wir weiter zu. Nerv doch nicht rum. Oh, du Staubdame. Nerviges Ding, du. So, stirb.
So, jetzt gibt's wieder schön ins Kreuz. Das kann sie nicht leiden. Hm, da wehrt sie sich doch noch einmal. Nein, 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 die holt schon wieder zum Gegenschlag aus. Aber die Zeit ist schön verlangsamt, was ich natürlich jetzt wieder schön... Den Bonus habe ich mir schön entgehen lassen. Was ist denn da los? Ja, die ist down. Es läuft zu gut. Der enorme Schild ist ja brutal. Ich will nur noch enorme Schilde. Wie geil ist denn das bitte? So, zwischen den Leichen findest du ein Stück Papier mit einer großen Beschreibung, was? Mit einer groben Beschreibung von dir und einem Kopfgeld unterzeichnet vom Staubkönig. Nett. So, was mache ich hier überhaupt? Ist das der richtige Weg? Aufnahmegerät ist alles cool. Reisender Heiler, jo. Machen wir, gehen wir mal hingucken, was er so anbietet. Geh zum Laden. Sei gegrüßt, mein Reisender. Wir haben dir viel zu bieten. Inklusive irgendwelchen Aussprachefehlern. Also enormer Schild, sehr wichtig. Sonst ist doch nichts, was im Moment meine Defensive so steigert, oder? Ich liebe ja defensive Sachen. Dann kann man viel geileren Flüche entfernen. Jo, nö. Aber das wird wohl nicht gehen. Jo, 400 Gold, alles klar. Wunden heilen. Nö, will ich auch nicht. Dann kaufe ich mir doch lieber Rationen. So sieht es nämlich aus. 5 Rationen für 18 Gold. Jo, können wir machen. Kaufen wir mal. Hier, 3 Rationen. Ja, wie gesagt, da kann man schön die Kontrolle über das Spiel behalten, wenn man defensive Sachen skillt. Und in dem Fall enormes Schild ist cool. Ist echt richtig cool. So, machen wir weiter. Gibt's wieder Kohle und den Ausgang. Dann werden wir wahrscheinlich wieder verflucht oder so irgendwas, was aber meinen Schaden erhöht diesmal. Gucken wir einfach mal, wie es jetzt läuft, was so kommt. Gässigkeit des Gebers und ich kann kaum mehr lesen, weil ich total müde bin. So. Was ist? Was gibt's? Endlos Skeletten. Skelette werden gefährlicher. Skelette sind in Bewegung und Angriff 15% schneller. Bewegung und Angriff 15% schneller. Ja, das ist nicht großartig schlimm. Aber ich werde dadurch stärker. Das ist natürlich cool. Reisender Kesselflieger da unten. Können wir eigentlich gerade einmal dort die Runde drehen. Machen wir jetzt mal. Rattenmenschenjagd. Jo, kommt ruhig her. Jetzt gibt's auf die Mütze. 8 Pest und Pestbube. Das zu dem Thema, es gibt auf die Mütze. Oh, ich hasse diese. Oh, diese Scheiße, ey. Oh Gott, das könnte jetzt vorbei sein. Also so viel Pestbube. Oh, so viel Pest, das hält ja kein Mensch aus. So, sind das Fallen hier überall? Ich glaube ja, oder? Und, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind viele Fallen und viel nerviger Kram. Oh Gott. So, egal, irgendwas mache ich jetzt vielleicht auch richtig. Hau mal den mal zu Brei oder sowas ähnliches zumindest mal. Habe ich irgendwas gegen Ratten? Macht mich irgendwas gegen Ratten noch stärker? Das weiß ich nicht mehr. Ach du Gott, hier sind viel zu viele Fallen. Das ist... Ja, aber ich bekomme auch kaum Schaden. Das ist halt das Coole an der Sache. Hm. Komm her jetzt und stirb. Habe ich irgendeine Waffenfertigkeit oder irgendwas, was ich auslösen könnte? Nee. Ich kann einfach nur sterben, oder was? Also ich komme hier gar nicht raus. Oh, das ist ja mal nett. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann einfach nur darauf hoffen, dass die in die Fallen reinlaufen, oder was? Und irgendwelche Leute verprügeln, die am Boden liegen. Irgendwelche Ratten. Ratten am Boden sind die schönsten Ratten. Oh Gott, sind das so viele Gegner. Sind die alle bescheuert, oder was? Aber enormes Schild hilft dir schon massiv. Sonst hätte ich hier ein dickes, 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 dickes Problem, wenn ich hier 5 Schaden oder was pro Schlag jetzt bekommen würde. Wie es vorher die ganze Zeit der Fall war. Dann wäre hier ganz schnell Feierabend. So, Konda, sehr schön. So, und Schildschlag. Jo, 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 da ist nichts mit Schildschlag. Ich schildschlage mich wieder durch die Gegend. Ah, stimmt, da fallen die ja immer um. Hab ich schon ganz vergessen. So, kann ich die Gegnereien etwas dezimieren. Und jetzt stellt euch vor, ich hätte die Waffe, wo ich dann direkt töten könnte. Das wäre so sinnvoll. Oh Gott, ey, das ist immer noch super hart, das hier. Trotz dieser ganzen Vorteile, die ich genieße. Es ist so mega unübersichtlich und unfair. Ah, Hilfe. Und ich bin noch müde dazu. Oh, ich kann es gar nicht fassen. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Ah, Leute, Leute, Leute. Ich würde es schon ganz gern jetzt schaffen. Wäre schon ganz geil. Ja, ich müsste ja eigentlich dreifachen Schaden an denen machen, wenn sie da am Boden liegen. So ist das doch. Verstehe ich doch richtig, oder? So, mach doch was. Boah, das ist so beschissen. Oh Mann. Komm, ich darf es jetzt nicht übertreiben. So, bam. Oh, oh, dieser Idiot da in der Mitte, der nervt total rum.
Ah, und beschäftigt mich ohne Ende. So, ich laufe jetzt einfach mal in die andere Richtung. Warum auch immer, weiß ich nicht. So, ist hier oben was? Kann ich da was kriegen? Nö. So, komm her. Oh, der ist so nervig. Du kleine Ratte. Oder große Ratte, besser gesagt. Ah, oh, das da wird nix. Sind wir ehrlich, das wird nix. Das wird einfach nix. So, kriege ich da auch noch was ab an Schaden? Ah, oh, die Fallen. Die Fallen sind fast noch gefährlicher als alles andere. Hä, ist der große down oder was? Ernsthaft? Warum? So, kriege ich das irgendwie hin? Irgendwie könnte ich es echt hinkriegen. Ich weiß zwar echt nicht warum, aber... Stirb! Mir ganz egal, wie ich es geschafft habe. Irgendwie habe ich es geschafft. Hä? Warum ist der große down? Ist der da ständig durch die Fallen gelaufen oder was? Wahrscheinlich. Überleg, das da war hart. Eine Ration Gewinnkarte. Das ist aber nett. 5 Rationen. Okay, damit kann ich mich ein bisschen heilen. Ganz erbärmlich. Springen wir mal so ein, zweimal hin und her. Gucken wir uns mal an, was da unten ist. Ist das der Ausgang schon? Sehr schön. Ist der Ausgang, oder? So, was haben wir hier noch? Schatztruhe, der Altar, Hall des Toten Königs, Teufelswette. Okay. Jo, ne, da gucken wir. Ne, wir gehen noch nicht durch den Wald. Wir kehren um. So ist es. Und gucken uns hier noch ein paar Sachen an. Jo, gehen wir mal zur Schatztruhe. Warum denn nicht? Die holen wir uns. Während du ein Verlies erkundest, siehst du eine Schatztruhe am anderen Ende des Ganges. Jo, ne, richtig, Schatztruhe. So machen wir das. Hoffentlich mit Erfolg. Erfolg. Sehr schön. Ich habe nämlich gedacht, die sind doch immer hin und her, also gingen nochmal auf die Ausgangsposition. So habe ich es zumindest mal gesehen. In der Halle ist kein Ton zu hören, als du dich vorwärts begibst. Du näherst dich der Schatztruhe. Die versuchen wir natürlich jetzt auch zu stemmen. Sieht mitgenommen, aber noch unberührt aus. Welche Schätze mag sie bergen? Jo, versuch sie aufzustemmen. Machen wir doch mal. Achso, da konnte man, glaube ich, noch eine Falle auslösen oder sowas. Dürfte hier gewesen sein. Juhu. Ich habe echt mal Glück. Ich kann es gar nicht fassen. Als du dich näherst, knurrt die Truhe und schnappt nach dir. Was? Du kannst gerade noch reagieren, bevor ihr Deckel zuschnappt und du einen Arm verlierst. Was? Was geht denn jetzt ab? Rappelnde Kiste. Wie nennt man die Dinger wieder? Mimik oder so, ne? Klar. Die Kreatur erhebt sich auf 2 Füße und versucht, dich zu verschlingen. Gehe weiter. Ach du Scheiße. Nee, nee. Es rappelt in der Kiste, es rappelt im Karton. Tong, tong, oder was? Was ist das jetzt? Jo, alles klar. Jetzt werde ich gefressen, oder was? Die Bestie trifft dich 2-mal, bevor du ihr entkommst. Der Geber zieht dir 2 Verlustkarten. 10 Gesundheit. How unpleasant. Und nochmal 5 Gesundheit. Rappelnde Kiste, was geht denn hier ab? Oh Mann. So, der Altar. Finde ich mich gut, weil ich gesegnet bin oder was? Auf einem verlassenen Hügel in fernen Landen entdeckst du einen alten Altar. Die Götter der alten Religion sind mächtig, doch wann sie ihre Gunst gewähren, ist unberechenbar. Möchtest du am Altar beten? Jo, klar, mach mal. So, bitte Erfolg, bitte Erfolg. Das ist sehr wichtig jetzt. Ich sage hier. Ah, Mann. Auf den Knien fliehst du die Götter an, dir bei deinen Abenteuern beizustehen. Lautes Donnergrollen beantwortet dein Rufen. Was? Der Zorn der alten Götter zerstört deine Segen. Was? Was? Das ist nicht wahr jetzt. Oh Gott, nee. Ich könnte gerade kotzen. Du siehst einen antiken, prachtvollen Sarg. Bla, ja. 2 Reichtümer oder was auch immer. Schädelbube und Schädel. Ich versuche sie mit einem Überraschungsangriff zu überrumpeln. Das geht natürlich auch wieder in die Hose, wie immer. Natürlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jo, beim Näherkommen wirst du entdecken, die Kreaturen machen sich zum Kampf bereit. Eine Verlustkarte. Verliere 5 Gesundheit. Natürlich. So, ich habe keinen Segen mehr. Ich bin total geflucht. Ich bekomme weniger Heilung jetzt dadurch. Ich habe nur noch die 2 Flüche auf mir, oder was? Ja, die ganzen Ringe werden dann noch angezeigt. Oh Gott. Leute, ich muss gerade ein bisschen abkotzen und dann können wir weitermachen. Das da geht mir jetzt zu schnell. Also ich wollte ja nicht mehr so lange jetzt zucken, aber so, das wollte ich jetzt auch nicht. So, gut, die Dinger brechen da immer wieder zusammen. So, komm, ist mir jetzt egal. Jetzt wird hier alles weggetankt. Alles wegtanken, was geht.
So, alles wegtanken, was geht, sage ich. So, bam, bam, bam. Achso, mache ich jetzt überhaupt noch irgendwelchen kritischen Schaden? Nö. Weil die Dinge habe ich ja nicht mehr. Dann müssen wir uns durchschilden. Schilde dich durch. Naja, und treff bitte in die richtige Richtung. Aber es gibt, glaube ich, nur einmal pro Kampf diese Schildschlaggeschichte, glaube ich, oder? Wenn ich das so jetzt richtig gesehen habe bis jetzt. Aber enormes Schild ist echt mächtig. Wenn ich jetzt wenigstens die passende Waffe noch hätte, die könnte ich doch jetzt hier mal finden, oder? Weiß zwar nicht mehr, wie sie heißt, aber das ist ja auch nicht so sonderlich wichtig. Ich muss ja nicht wissen, wie sie heißt, ich muss nur wissen, wie sie funktioniert. So, die dann direkt tödlich da agiert, wenn man jemanden zu Boden schmeißt. Das wäre natürlich die mega starke Kombi zu dieser Waffe. Dann könnte man da richtig Amok laufen. So, bam. Oh, die rollen sich immer weg. Die scheiß Mistviecher, immer beim tödlichen Schlag. So, stirb, stirb, stirb. Stimmt, dieser Schädelbube war einfach nur dieser Fernschütze da, oder? Wo ist denn der eigentlich da hinten, der? Bist du der Bube? Schädelbube oder was auch immer. So, bam. Ja, aber es gab bis jetzt immer nur einmal dieses Gold vom Schädel, von diesem Schildschlag, oder? Ich bin doch recht sicher, 52 Gold. Ja, immer noch. Verändert sich gerade gar nichts. Jo, wir schlagen uns da mit dem Schild durch. Also das Schild ist schon super mächtig. Es verändert die ganze Situation hier. So, bam. Was sind das alles? Schädelbuben oder was ist hier los? Was ist los? Was ist die beste Verteidigung? Was? Meister der Fallen. Okay, was habe ich? Stoße 5 Gegner. Ah, so, weil ich die in Fallen gestoßen habe. Ist ja mal cool. Ah, deswegen hat er auch was gesagt. Ist ja mal nett. Jo, alles klar. Ja, da haben wir ihn, der Schädelbube. Irgendwas macht er. Oh Gott, ich krieg auf die Nuss. Oh, ich mache echt gar keinen Schaden. Ist echt unfassbar. So, der erste ist mal down. Nach 8000 Schlägen. So, was ist mit dem los? Ich weiß nicht, was los ist. Irgendwas ist los. Ja, aber ich bekomme kein Gold mehr. Schade. Also den Trick kann ich vergessen, den ich da machen wollte. Schade eigentlich. Hätte ja können funktionieren. Hat sich ja fast so angeboten. Dann sind es andere Dinge, die später... Was macht der da? Der baut die Viecher wieder zusammen. Das finde ich ja gar nicht lustig. Stirb. Und zwar sofort. Oh Mann, das ist ja mal mega nervig. Hab ich ganz vergessen. Na egal. Der ist Geschichte. Schade, dass wir jetzt keine Heilung für die Untoten erhalten. Ich habe ja diesen Ring nicht ausgewählt. Oder habe ich den ausgewählt? Doch, kann sein, dass ich ihn ausgewählt habe. Stimmt. Jetzt, wo ich selbst sehe, fällt es mal wieder ein. Das war doch so, oder? Ich muss gerade mal aufpassen. Ja, tatsächlich. Ich bekomme Heilung für die Tote. Sehr schön. Das ist natürlich gerade gegen solche Gegner eine super geile Mischung. Auch wenn ich es nicht mehr wusste. Was jetzt nicht für mich spricht, aber egal. So, jetzt bekommen wir hier noch wunderschöne Heilung. Alle down? Nö. Irgendwie nicht. Ah, da ist noch einer. Jo, wir kloppen uns hier durch. Und haben schon wieder 18 Minuten auf der Uhr. Irgendwie überlebe ich immer. Keiner weiß warum, aber ich schaff's irgendwie. Jo, ich habe zwar alles verloren, alle Segen, um die ich so hart gekämpft habe. Eine Gewinnkarte, 25 Gesundheit. The pendulum can swing both. Das war's jetzt hier. Ist ja mal nett. Was haben wir hier? Höhlenzuflucht. Sich einfach nur da drin verstecken, oder was? Jo, wir versuchen uns wieder zu verstecken vor irgendwelchen Monstern. Jo, machen wir mal. Jo, das geht natürlich wieder in die Hose, wie immer. Oh, ich hab das Ding verloren. Ich sag mal hier rechts. Jo. Ah, du fühlst Bewegung hinter dir, während du dich in einer dunklen Ecke zurückziehst. Zwei Monsterkarten. Pest und Schädel. Ah, wie nett. So, fassen wir zusammen. Wir machen null Schaden. Also relativ wenig Schaden. Oh. Und ich kann durch die Gegend schilden. Das machen wir mal wieder. Also ohne das Schild wäre ich sowas von aufgeschmissen, ne? Das ist wohl klar. So, bam. Die Ratten wegzubekommen ist halt ultra wichtig. Die nerven nämlich... Was machen die da hinten? Irgendwas machen sie. So. Bam, bam, bam. Oder auch nicht, bam. Nee, ganz egal. Wir kloppen uns hier einfach durch. Müsste eigentlich reichen, uns einfach durchmeißeln. Ich sag, mit dem schönen Schild da noch... Ach stimmt, das muss ich natürlich mindestens einmal nutzen, dass ich diese... dass ich diesen Boni, 10% Boni da bekomme. Oder 10 Gold Boni, den meine ich natürlich. Mit 10%. Oh.
Jo, wir kloppen es einfach sinnlos durch. Ah. So, da liegen die 10 Gold, die ich einmalig bekommen kann. In jedem Kampf halt durch diesen schlagenden Ring. Ja, das macht ihn halt ein bisschen uneffektiver, wie ich gedacht hätte. Gut, anders wäre auch übertrieben gewesen. Ich denke, genau aus diesem Grund ist das dann auch so gemacht worden. Wenn ich da immer pro 10 da Gold dazu bekäme, pro 10 Schildschläge, wäre natürlich schon ein bisschen, wie es im ersten Moment eigentlich aussieht, wäre natürlich schon ein bisschen übertrieben. So ganz leicht, sage ich jetzt mal. So, wir müssten eigentlich Heilung bekommen haben. So sieht's aus. Was ist dann, Schildmann? Stirb einfach nur. Jo, aber wie gesagt, läuft eigentlich ganz gut. Lebt er noch? Ja, der lebt noch. Ja, aber wir bekommen Heilung, sehr schön. Kann mich direkt an der Heilung nochmal hochziehen. Das ist natürlich sehr nett. So, probieren wir hier genau gerade wieder. Wollte ich gerade sagen, haben wir aber nicht geschafft. Oh, der Schaden ist so lahm. Das ist also so wenig Schaden. Damit kann ich natürlich fast nichts machen. Oh, rede ich eigentlich nur wirres Zeug? Wahrscheinlich, ne? Also wie gesagt, ich bin müde. Es ist 2:30 Uhr nachts oder so. Keine Ahnung. 2:30 Uhr nachts. Jo. Und ja, ich muss irgendeinen Quatsch reden. So, aber wir schaffen das wieder. Sehr schön. Und den schilden wir jetzt zu Tode. Dann kann eigentlich nichts passieren. So ist es. Weggeschildert. Aber ja, es gibt kein Gold mehr, oder? 77 Gold. Sieht fast so aus, ob ich mal irgendwann... Oh, vielleicht kann ich so noch eine hohe Kombozahl erreichen. Irgendeinen Erfolg oder so. Stimmt, wenn ich jetzt nicht die Hexenwickel hätte, könnte ich so mich hochschieben praktisch. Mit irgendeiner geilen Kombi, Kombo, vielleicht bringt das irgendwas. Ich mach das jetzt einfach mal, irgendein Erfolg oder so. Aber der fällt auch gar nicht um, der hier. Jo, machen wir jetzt einfach mal. Vielleicht bringt es hier irgendwas, wenn ich bei 100 bin und krieg dann 8 Milliarden Gold oder so. Aber vielleicht ist das wirklich immer ein Schaden oder sowas pro Hit, könnte ich mir echt vorstellen. Ja, hier hätte ich mich können jetzt schön hochziehen, auch vom Gold her. Pro 10 Gold bekommen, wäre geil gewesen. Pro 10 Schläge. Ja, wir durchsuchen die Höhle und finden drei Gewinnkarten. Maximale Gesundheit schon wieder. Prüfe und lege sie zurück. Ziehe 5 Karten. Echt, wo dann? Ich zieh's nicht. I'm sure you're grateful for that. Komisch. Irgendwie funktioniert das nicht immer. Naja, da würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle hier weiter. Ja, ich weiß ja auch nicht, wie lange das noch gehen soll. Irgendwie läuft's besser als erwartet teilweise. Naja, egal. Ich freue mich auf den Hexenbad und sage bis dann, habt einen schönen Tag, haut rein, ciao.